Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Oder besser gesagt, von uns. Denn ich spiele dieses Spiel mit dem guten Frame Gamer. Wir haben uns gedacht, was könnten wir zusammen spielen, was uns weiter gefällt. Und dann sind wir auf Pokémon Gold gestoßen, denn wir sind eigentlich beide gute Pokémon-Fans. Und daher passt das eigentlich ganz gut. Und zwar wird das Ganze auch so ablaufen. Wir nehmen auf. Jeder lädt ein Part von sich hoch. Also Frame Gamer lädt Part 1 hoch, ich lade Part 2 hoch. Wir schicken uns gegenseitig die Save States. Wir wissen also quasi nicht, wo der andere aufgehört hat, was der andere gemacht hat und so weiter. Also, es wird ein ganz normaler Durchlauf, keine Nachstopp oder sonst irgendwas. Ja, jedenfalls, starten wir mal, gucken wir mal, wie wir heißen. Wir heißen JP. Ich verstehe, das sind unsere Kürzel, unsere Namenskürzel. Okay. Welches Pokémon? Fireboy. Oh, ein Feuerriegel. Ja, das ist der kleine Bruder von Schokoriegel. Ja, so viel dazu. Joa, kann man machen. So. Ich glaube, wir müssen diese Rätsel ein bisschen durchabholen jetzt gerade, ne? Es ist ein Obstbaum, es ist eine Beere. Jawohl. So, jetzt holen wir die Beere von dem Dude. Wobei ist das Bären. Nein, fast. Wobei ist das Pokémon Bären fressen? Die KP meiner Pokémon sind gestiegen, weil sie eine Beere fraßen. Hier, ich teile mit dir. Pokémon Bäume nach Beeren. Sie fallen einfach herunter. Und da haben wir unseren ersten Fight. Beziehungsweise ich habe den ersten Fight. Gegen ein Raupi. Ich habe so Angst. Los, Schokoriegel. Ich brauche nicht zum Silberblick, das ist irgendwie nichts bringen. Ja, doch, das muss ich aber nicht. Tackeln wir uns einfach gegenseitig aufs Maul. Was kannst du eigentlich? Du verfehlst ein schäbiges Raupi. Ich glaube, Schokoriegel und ich werden keine Freunde. Das, komm, wir müssen Level up. Jawohl. Kann ich... Ist das hier schon mit... Ne, mit Wesen und so ist das hier noch nicht. Hm, okay. So, dann gehen wir mal weiter hoch. Und dann auf nach dem ersten Kampf. Bam, 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 bam. Gegen ein nächstes Raupi. Halleluja. Kann man in der Zwischenzeit was erzählen, wenn man immer kämpft? Wenn man nur Kampf erzählen, ist auch irgendwie dauerlangweilig. Keine Geschichten vielleicht. Hier wird er jetzt Zeit, wo was einfallen. Tackle die doch mal aufs Maul. Dankeschön. Kannst du sterben? So. Schnappen wir uns diese Gegengewehre. Hallo, du musst JP sein. Professor Lind sagt, dass du kommst. Professor Lind soll das hier untersuchen. Ein Rätsel. Ich kenne ein Paar, das eine Pokémon-Pension leitet. Die gaben mir das Ei. Ich war derart fasziniert, dass ich Professor Lind eine E-Mail schrieb. Was die Entwicklung von Pokémon betrifft, ist Professor Lind eine Kapazität. Sogar Professor Eich schätzt ihn sehr. Ich gehe davon aus, dass Professor Lind mehr darüber weiß. Aha, du bist also JP. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin von Beruf Pokémon-Forscher. Ich besuche gerade meinen alten Freund Mr. Pokémon. Ich hörte, du hast etwas für Professor Lind besorgt. Also habe ich gewartet. Oh, was ist das?
ein seltenes Pokémon. Mal sehen. Ich verstehe. Ich weiß, warum Professor Linz dir ein Pokémon für die Besorgung gab. Für Forscher wie Professor Linz und mich sind Pokémon unsere Freunde. Er erkannte, dass du deine Pokémon liebevoll und umsichtig umsorgst. Ach, du scheinst zuverlässig. Möchtest du mir auch helfen? Dies ist eine neueste Version des Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Heilsichtlexikon. Einen Pokédex erhalten. Triff auf viele verschiedene Pokémon und vervollständige den Pokédex. Ich bin schon so lange hier. Ich muss nach Dukatia City zu meiner Radioshow. Ich zähle auf dich. Kehrst du zu Professor Lind zurück? Dein Pokémon sieht müde aus. Du solltest eine kurze Pause halten. Ich bin auf dich angewiesen. Tu es lieber nicht. Du vertraust einem Kind. Hallo? Jackie? Es ist eine Katastrophe! Es ist einfach schrecklich! Was soll ich tun? Nein! Bitte komm hierher, bitte zurück! Passt! Bitte komm hierher zurück! Nehmen wir mal den kurzen Weg! Irgendwie sind wir schon so kurz! Ach, lustig! Ach ja, ist das schön, durch die Gräser zu streifen. Taubsi. So, wir flüchten gerade mal. Nebenbei kann ich so ein bisschen was quatschen. Ich kann zum Beispiel dem Framegamer danken. Denn von ihm habe ich sowohl das Kanalbanner als auch das Kanalbild. Und sowohl als auch das Intro. Also, ich bin ihm sehr zu Dank verpflichtet, dass er das alles für mich gemacht hat. Wie synchronisiere ich den? Du hast ein Pokémon aus dem Labor. Welch eine Verschwendung für ein Schwächling wie dich. Hast du kapiert, wovon ich spreche? Auch ich habe ein gutes Pokémon. Ich zeige dir, was ich meine. Gaylord und Coolboy. Weiß nicht, wie ich den synchronisieren soll. Möchte kämpfen. Schick Kanimani in den Kampf. So, wir silberblicken den gerade mal. Die outspeeden sogar. Ja, wir sind okay, wir sind Level 7. Er silberblickt mit. Aber wir silberblicken härter. Komm. Der Silberblick-Fight. Komm, wir Silberblicken nochmal. So, Silberblick aufs Neue. Und jetzt will ich bitte einen One-Hit sehen. Du bist auf minus 4, Mann. So. 70 EP, nice. Level 8. Die Init ist eigentlich ganz okay. Muss man ja sagen, ne? Spezialangriff ist auch okay. Physisch geht eigentlich auch noch klar. Wurde besiegt. Humph! Bist du wenigstens froh über deinen Sieg? Mein Name ist... Ich werde der weltbeste Pokémon-Trainer sein. Hörst du auf, mich wegzukicken? Hallo? Wo kommt der? Okay. Siehst du schon. Kann ich verstehen. Ach ja, die alte Zeit mit Pokémon Gold. Es war meine zweite Edition und ich wusste damals nicht, was ich tun sollte.
Ich habe so dermaßen gegen die Top 4 verkackt. Aber nun gut. Ich hörte, dass hier ein Pokémon gestohlen worden sei. Ich habe von Professor Lind einige Informationen erhalten. Bei dem Dieb handelt es sich um einen jungen Mann mit langen roten Haaren. Wie? Du hast gegen einen solchen Trainer gekämpft? Hat er dir auch seinen Namen genannt? Wie nenne ich den? Gaylord? Wie nenne ich denn den? Ich nenne ihn mal... Okay, der Name war also Ranz. Danke, hast du mir bei den Ermittlungen geholfen. Ach, schön. JP, das ist schrecklich. Oh, um was handelt es sich bei Mr. Pokémons großer Entdeckung? Das hier? Aber ist das auch ein Pokémon-Ei? Falls ja, dann ist es in der Tat eine große Entdeckung. Wie? Ich hatte dir einen Pokédex gegeben? JP, ist das wahr? Das ist ja unglaublich. Kein anderer ist wie er in der Lage, das wahre Potenzial des Trainers zu erkennen. Wow, JP, es ist vielleicht deine Bestimmung, der Champ zu werden. Es sieht auch so aus, als könntest du hervorragend Pokémon gehen. Du solltest die Herausforderung der Pokémon-Arenen annehmen. Die nächste Arena befindet sich in Viola City. JP, der Weg zum Ruhm ist lang und beschwerlich. Bevor du losziehst, solltest du mit deiner Mama sprechen. Na gut, dann reden wir mit deiner Mama. Jeffy, benutze dieses auf diesen Pokédex-Reise. Ist fast richtig. Um deinen Pokédex zu vervollständigen, musst du Pokémon fangen. Wir Pokébälle nach wilden Pokémon, um sie zu fangen. So. Wir sollten aber mit unserer Moda reden, ne? Und wir reden mit unserer Moda. Das ist ein niedliches Pokémon. Wo hast du es her? Du beginnst also ein Abenteuer. Okay. Ich rede mit der Männerstimme, Alter. Okay. Auch ich werde dir helfen. Aber was kann ich für dich tun? Ich weiß, ich werde für dich sparen. Auf einer langen Reise ist Geld sehr wichtig. Soll ich dein Geld sparen? Nein. Sei auf der Hut. Pokémon sind deine Freunde. Ihr müsst als Team auftreten. Also mach's gut. So. Doch, ja. Stimmt ja, da war ja noch was. Ich habe dich öfters schon gesehen. Wie viele Pokémon hast du bereits gefangen? Du willst, dass ich dir zeige, wie ein Pokémon fängt? Nein. Oh, in Ordnung. Aber egal, wenn du viele Pokémon fangen möchtest, musst du weite Wege gehen. So, ich würde sagen, fangen wir mal unser erstes Viech. Toxic kann man immer gebrauchen. So, einmal tackeln bitte. Und er tackelt mit. Ich glaube, in der Range kann ich schon Pokéball werfen. Was? Soll man mal holen? Was? Muss ich gar nicht verstehen. Aber okay, ich werfe einen Pokéball. Dankeschön.
Taubsi, Kleinvogel, Größe 0,3 Meter, Gewicht 1,8 Kilogramm. Es versteckt sich im hohen Gras, da es Kämpfe verabscheut, wirbelt der Sand auf, um sich zu schützen. Müsste Taubsi einen Spitznamen geben. Komm, hier, gib mir einen Spitznamen. Passt doch, oder? Sieht gut aus. So. Dann gehen wir mal nach Viola City. Zuvor kommt noch das da. Aber ich glaube, nach Viola City kann der gute Prime Gamer gehen, denn ich beende den Part und stelle mich neben den Dicken hier. So. Ja, ich beende den Part. Ich sage vielen Dank fürs Zugesehen haben und bis zum nächsten Mal. Ciao!